Chili con Carne. Viele kennen es, viele lieben es. Aber welche Gewürze gehören denn nun wirklich da dran? Aus diesen neuen Gewürzen mache ich ein wunderbares, veredeltes Chili con Carne Gewürz. Moment mal, sagt ihr, ich zähle nur 8. Richtig, ich habe mein Gewürz veredelt. Welches Gewürz ich zur Veredelung genommen habe, das erfahrt ihr im Laufe dieses Videos. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Hier die Gewürze und die korrekte Zusammensetzung dieser Gewürzmischung. Als erstes Paprika edelsüß. Davon brauchen wir 2 gehäufte Teelöffel. Von den Chiliflocken benötigen wir einen gestrichenen Teelöffel. Für weitere Schärfe kommt jetzt Paprika rosenscharf dazu. Davon benötigen wir einen Teelöffel. Und damit das Scharfe auch wirklich Geschmack bekommt, brauchen wir jetzt noch schwarzen Pfeffer, gemahlen. Davon nehmen wir einen gestrichenen Teelöffel voll. Was viele nicht wussten, Zimt ist immer mit dabei. Vom Zimt brauchen wir einen gestrichenen Teelöffel. Ebenfalls unbekannt ist das gesündeste Gewürz der Welt, Kurkuma. Davon benötigen wir einen Teelöffel. Ein weiteres Gewürz, was ebenfalls wenigen bekannt ist, ist Kreuzkümmel gemahlen. Davon benötigen wir einen gestrichenen Teelöffel voll. Und man kann es mögen oder auch nicht, aber es gehört eben dran, ein gehäufter Teelöffel Knoblauchgranulat. Hier alle Gewürze nochmal im Überblick zum Nachlesen. Natürlich stehen die auch wieder unter diesem Video zum Nachlesen. Und jetzt kommen wir zur Veredelung dieser Gewürzmischung. Mein selbstgemachtes Tomatensalz. Davon kommen jetzt 3 gehäufte Teelöffel. Natürlich auch dieses Gewürz dann hier zum Nachlesen, aber pst, das wird nur in diesem Video verraten. Dann werden alle Gewürze gut durchgemengt. Und dann kann das Ganze abgefüllt werden. Ich habe 127 Gramm rausbekommen. Ihr solltet ungefähr genauso viel herausbekommen. Und hier oben könnt ihr das Video zu meinem selbstgemachten Chili con Carne sehen. Ich wünsche nun gutes Gelingen beim Nachmachen. Das war's von mir. Bis hier. Tschüss, euer Kalle.